über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Es gibt Geheimnisse, die der Mensch nicht kennen sollte. Dinge, die in den Sternen verborgen sind und im Dunkeln nichts zwischen ihnen, die keinen Platz haben in einer lebendigen und atmenden Welt. Das sind die verborgenen Wahrheiten, die wir suchen unter den Toten und Vergessenen, den vielen alten Feinden der Menschheit, die immer noch schlummern. Ihre Knochen liegen in flachen Gräbern und warten auf die Entdeckung, wenn wir nur unsere Ängste bändigen und sie finden können. Interrogator Gydon Rost, vermisst und vermutlich verstorben, Crescent Station. Hinter jedem Lächeln verbirgt sich Verrat. Unter jedem Kissen verbirgt sich ein Dolch. In jedem überquellenden Kelch verbirgt sich Gift. Aus dem Psalm des Misstrauens. Und so geht ihr durch die Gänge des gewaltigen Schiffes vom Freihändler Dias Lahn. Auf der Suche nach den vermissten Servitoren bzw. den korrumpierten, vom Chaos verkehrten Dämon des Maschinenseers. Während ihr euch sammelt, einige Vox-Nachrichten der anderen Deathwatch-Mitglieder hört, könnt ihr auch erkennen, wie ein weiteres Mitglied eures Killteams sich euch anschließt, Bruder Gabriel, der durch die Gänge stapft und sich eurem Vox-Ruf angeschlossen hat. Selbstverständlich ist auch er an Bord unter Watch Captain Brand. Denn auch er gehört zu eurem Killteam. Bordal, ich melde mich unter dein Kommando. Ich habe das Kommuniqué erhalten, dass ihr wohl meine Fähigkeiten gebrauchen könntet, jetzt da es gefährlicher wird. Sehr gut. Willkommen an Bord. Ihr wisst schon Bescheid, wurdet ihr gebrieft? Ich wurde auf den neuesten Stand gebracht. Gerade sind wir auf der Suche nach den verloren gegangenen Servitoren. In der Hoffnung, sie zu finden und im schlimmsten Fall sie auszuschalten. Sollten sie in irgendeiner Weise von der Seuche des Chaos besetzt worden sein. Wir werden dem wohl sicher auf den Grund gehen. Das Chaos ist mächtig. Sollten sie nur ein wenig davon korrumpiert sein, dann haben sie ihren Dienst verwirkt. Genau das. Aber ich sehe, das Killteam ist gut aufgestellt. Bekannte Gesichter. Schön, dass ihr dabei seid, Brüder, schaut Gabriel in den Helm von Ifrit, dann Krei, dann Wilhelm. Einmal. Gilt auch für dich, Bruder. Ja, die Jagd fängt an, heute hier auf dem Schiff, und dann werden wir einige Tage brauchen, richtig? Bis wir auf dem Planeten ankommen. Wir haben 2 Wochen, den Schmutz des Chaos hier zu finden und mit Flammen zu reinigen. Wir werden sie finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Der Imperator wird uns führen.
Ja, während ihr durch die Gänge in Richtung des Laderaums bzw. der Verladebuchten geht, wo sich dann auch die verschiedenen Walküren befinden oder die Truppentransporter, mit denen ihr später dann abgesetzt werdet, unter anderem Chimären, die dort vom Freihändler benutzt werden, vieles weiteres Spielzeug, was dann sich eben auch nur ein Freihändler leisten kann, könnt ihr sehen, wie auf gewaltigen Spinnenbeinen unter seiner Robe ein Elektropriester auf euch zustarkst. Es klickt immer mal wieder ein bisschen auf den metallenen Fliesen, wenn er dann sich euch nähert und eine Verbeugung leicht andeutet. Willkommen auf dem Deck. Ich bin Nirove Psi 5 Elektropriester. Mir gehören diese Decks. Ja, ich vermute, ihr wurdet bereits über unsere Ankunft und auch über den Grund unserer Mission informiert. Ihr sucht die Servitoren von Maschinen Seacrath? Ja, richtig. Habt ihr sie schon gefunden und zusammengestellt? Er hat eine Menge von ihnen konstruiert. Wir sind uns nicht sicher, welche ihr meint. Könnt ihr das nicht herausfinden? Wir haben eine Vielzahl von Servitoren. Allerdings konnten wir keinen Shortcode bei ihnen feststellen. Das konntet ihr bei den anderen auch nicht. Diese Informationen sind neu für uns. Im Zweifel werdet ihr beginnen müssen, ganz neue Servitoren zu fertigen. Am besten sollten wir alle zusammen suchen. Auf welchem Hangar wollt ihr beginnen? Welcher Hangar liegt am nächsten? Von hier aus die Verladebuchten auf der linken Seite von euch aus. Auf der rechten Seite befinden sich die Walküren. Ich würde die Verladebuchten vorschlagen. Immerhin waren die Servitoren doch für die Fracht zuständig. Und ich schaue auf unseren gekidnappten Engines hier. Beginnen wir doch mit den Servitoren, die Zugriff zu Waffen hätten. Oder in der Nähe arbeiten. Wir haben hier an Deck keine Waffen, nur Werkzeug. Waren da Kühen dran? Du siehst, wie irgendwas in ihm rattert. Ihr habt recht. Diese Waffen sind allerdings montiert und können nicht von einzelnen Personen oder Servitoren benutzt werden. Sie sind zu schwer. Aber sie könnten die Walküren übernehmen. Naja, es sind immer noch Servitoren. Naja, genug Servitoren könnte ich mir vorstellen, dass in irgendeiner Art und Weise eventuell eine mit dem richtigen... Oder sollten die Servitoren anfangen, die Walküren zu übernehmen, dann haben wir ganz andere Probleme als ein paar Servitoren. Er piepst ein bisschen ärgerlich. Verzeiht meine Berechnungsfehler, kommt mit zu den Walküren. Wir werden euch auch die Munitionsdecks zeigen. Das ist bereits der zweite Berechnungsfehler, C5. Habt ihr euch selbst auf einem Schrottcode überprüft? Der piept wieder verärgerlich. Du merkst wohl, wie seine Spinnenbeine ein bisschen heftiger tickeln, aber er sagt nichts und tut sonst auch nichts. Naja, dann geht vor. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Ja, und damit tickelt er über die Metallplatten nach, wenn er sich umgedreht hat, nach rechts weg, sodass ihr ihm dann folgen könnt, bis ihr dann nach einigen 100 Metern in einem Hangar steht, wo ihr auf der linken Seite zwei Walküren erkennen könnt, die wohl eher für Menschen ausgelegt sind, also nicht dann für euch. Und auf der rechten Seite könnt ihr dann Transportshuttle erkennen mit Chimären. Ihr seht eine Unzahl von Mechschmieden, also wenn ihr mal grob durchzählt, sind sicherlich 10 Elektropriester bzw. Mechschmiede zusammen mit ihren noch weiteren Servitoren. Also jeder von ihnen hat um die 4 Servitoren bei sich um sich herum, die ihm dann Werkzeug reichen oder schwere Metallplatten abnehmen und dann eben den verschiedensten Aufgaben nachgehen. Ich würde mich mal an unseren getragenen Gefangenen wenden. Du meintest, du kannst die Servitoren zusammenrufen? Vor allem jener, an den er gearbeitet hatte? Tja, also, wenn ihr mir eure Codes geben würdet, ich bin leider
Ich muss mal schauen. Damit geht er einmal zu einem Kogitator und wird dann sich verbinden. Er hat zwar nicht mehr so sehr viel Ausrüstung dabei, also auch, ihr wisst nicht genau, ob er sowas wie einen großen Arm mal hatte auf dem Rücken. Sind nur noch wenige Anschlüsse da, aber die er noch hat, die steckt er in den Kogitator, verbindet sich ein bisschen und schüttelt dann mit dem Kopf. Der Freihändler beziehungsweise irgendjemand anderes von denen vom Mechanikum muss wohl meine Codes überschrieben haben. Sie sind nicht mehr. Nun. Naja, das ist ja das geringste Problem. Wollte ich gerade sagen. Ich würde mich selber auch mal verbinden. Ich nehme an, meine Codes überschreiben zumindest lokale Servitoren ohne Problem, oder? Ja, also mit Inquisitionscodes. Du kannst gerne mal einen Tech-Gebrauch würfeln, ob du das selber hinbekommst oder ob du nur die Codes rüberschieben müsstest. Das wäre vielleicht ein Sicherheitsproblem, wenn du jetzt Cole Bennex mit deinen Inquisitionscodes ausstattest. Aber du kannst es natürlich mit Tech-Gebrauch kannst du es auch selber machen. Tech-Use habe ich nicht mal aktiviert. Ja, dann würfel mal Intelligenz halbe. Ja, 76, das wird nicht gereicht. Das haben. Reicht nicht, nee. Ja, dann siehst du, wie dir Cole Bennex nett zunickt und dann mit deinen inquisitorialen Codes weiterarbeitet. Ob das jetzt, wie gesagt, irgendein Problem für dich oder für irgendwas anderes bedeutet, weißt du nicht. Aber du kannst dann sehen, wie er öfter mal aufschaut von den Pulten, sich dann wieder abstöpselt, sich dann zu euch umdreht. Nein, hier sind keine von ihnen. Die sind alle in den Lagerhallen. Also auf der linken Seite. Da müssten wir uns wieder umdrehen. Er hat sie wohl gesammelt, so wie ich seinen letzten Befehl habe deuten können. Also machen die da jetzt wahrscheinlich gerade irgendwas. Das heißt, hier sind definitiv gar keine in irgendeiner Form, die mit dem Deckpriester in Kontakt gewesen sind. Zumindest in letzter Zeit, korrekt, ja. Aber das heißt nicht, dass sie nicht doch schon vielleicht früher einmal in irgendeiner Weise repariert worden sind. Das konnte ich jetzt zumindest an den Sicherheitsspulen nicht so erkennen. Aber zumindest diejenigen, die er frisch gebaut hat, hat er allesamt gesammelt. Das war einer seiner, nun nicht letzten Befehle, aber das ist zumindest das, was ich merkwürdig finde. Die sind alle funktionstätig, sind aber inaktiv und warten in zwei großen imperialen Containern. Deswegen ist es mir gerade aufgefallen. Ja, Bruder, ich nehme an, wir haben unsere neuen Freunde gefunden. Ich würde mal wieder meinen neuen Tech-Priester am Kragen packen und tragen. Dann lass uns rübergehen, Brüder. Bruder Wilhelm? Naja. Du darfst nur die behalten, um die du dich auch kümmern kannst. Ihr habt recht. Ich möchte einen abschätzenden Blick auf den Tech-Priester werfen und dann eine Kalkulation in meinem Kopf machen. Um einen kann ich mich kümmern, ja. Ja, einer ist okay und dann zufrieden nicken. Ja, vor allem, wenn der vertrauenswürdig ist, jemand, der dir deine Rüstung wartet, das kann natürlich nie verkehrt sein. Endlich haben wir wen mit Heckgebrauch. So, Brüder, ihr wisst doch, dass ich mich nicht hier auskenne. Einer muss vorgehen. Kolbex geht vor. Ja, das klar, dann habt ihr jemanden mit Heckgebrauch, auch wenn es kein Tech Marine ist. Ich habe auch Tech Gebrauch. Ja, aber du bist kein Servitorentechniker. Das ist mein Anspruch. Naja, vielleicht lernt er das ja noch nebenbei von ihm. Ja, er geht dann gemeinsam mit euch wieder die 100 Meter, 200 Meter zurück und deutet dann links und rechts in die zwei Buchten rein. Nun, da müssten irgendwo die beiden Container stehen, sowohl in der Gamma-Bucht als auch in der Delta-Bucht. Naja, lass die uns suchen. Wir sollten uns vielleicht aufteilen. Ich vermute, dass die Servitoren, sollten wir einen Teil von ihnen zerstören, vielleicht nicht positiv darauf reagieren. Und dann sollte vielleicht jemand von uns da auch schon am anderen Container stehen. Die sind doch alle in den Containern, oder? Können wir die nicht? Die Frage blockieren? Ist, ob die Container auf sind. Wenn sie ist offen die Frage, sind. Ob sie sie nicht einfach rausschneiden können? Wir können auch einfach die Container rausschieben, oder?
Wie groß ist denn so ein imperialer Standardcontainer? Das ist eine gute Frage. Ist das so wie so ein Schiffscontainer? Ja, oder? Ja, genau. Also 10 Meter sind die lang. Okay. Ja, selbst für uns wird die schon etwas schwerer werden. Naja, außerdem sind wir gerade im Warp. Im Warp, da wird es nicht. Also das ist das Problem. Ihr habt natürlich hier überall Kräne, die dann auch größere Gebinde dann anheben können. Das ist nicht das Problem. Also auch so ein Lastenservitor wird sowas dann wohl nicht mehr schaffen, aber mit Krähen könntet ihr die natürlich von A nach B fahren oder fahren lassen. Aber ihr seid im Warp, also rausschmeißen könnt ihr die nicht. Würde ich sagen, ist das Aufteilen gar nicht so verkehrt. Naja, was haltet ihr denn davon? Wir finden die beiden Container und danach lassen wir von einem von den Technikern hier den zweiten zu dem anderen bringen. Und öffnen sie dann gemeinsam. Das ist ein sehr guter Einwand. So sind wir alle an einem Platz. Und im Zweifel jagen wir sie in irgendeiner Form hoch. Wie lauten die Nummern der Container? Die ist relativ lang, aber ich kann euch die UN-Nummer geben. Das wäre sehr gut, dann können wir danach suchen. Oder wir fragen einen der Deckleute, vielleicht wissen sie, wo die sind. Ja, du kannst wohl merken, wie dir Cole Bannex Daten rüberschieben möchte. Das wird erstmal durch dein Helm-Display geblockt. Aber das sind wohl keine schadhaften Codes bzw. Nummern, die er dir wohl rüber transferieren würde. Also eine Anfrage ist da. Ja, dann würde ich... Ich habe sicherlich so ein Antivirenprogramm in meinem Helm. Lass ich den Maschinengeist einmal über die Datenmenge drüber schauen. Bitte ich ihn darum, dass er das macht und dann lasse ich mir die anzeigen. Die ist relativ klein, die Datenmenge. Mit einem Blinzeln kannst du das auch bestätigen. Wir sind einfach zwei Nummern, die dann aufblinken. Und wenn du dich dann umschaust, gib mir mal einen Tech-Gebrauchwurf. Du hast das ja sogar, ne? Ja, das ist bestimmt. Ja, 10, das sieht sehr gut aus. Dann, wie gesagt, die beiden Nummern blinken auf, werden von deinem Helm registriert, was er von dir will. Und wenn du dann nach rechts und links blickst, kannst du sie tatsächlich auch dort finden. Sie werden dann auch rot markiert, tatsächlich auch sogar als Feindkontakt von deinem Helm. Das liegt wohl einfach daran, dass das alles in den Codes von Cold Bannex versteckt war und dann auch die Container als feindlicher Inhalt, auch wenn du nicht weißt, was drin ist, aber die Container werden dir auf deiner Retina als Feinde angezeigt. Würde ich doch einfach mal Display-Sharing machen. Na, Bruder, sehr beeindruckend. Ihr müsst mir das mal unbedingt zeigen. Diese Funktion kannte ich nicht. In einer ruhigen Minute gerne. Dann würde ich einfach auf den einen Container mal zustaxen. Sind die Container verschlossen, verschweißt oder einfach offen? Die sind geschlossen, du weißt aber nicht, ob sie verschlossen sind. Die sind auch nicht zugeschweißt, das sind sie auch nicht. Bruder Wilhelm, kannst du dich einmal überzeugen, dass dieser Container geschlossen ist? Und dann würde ich mal zu einer von den Kransteuerungen gehen und mir anschauen, ob sich das Ding denn steuern lässt. Also du siehst auch, wie Mac Schmied und Tech-Adepten rumlaufen, wenn du möchtest. Auch weitere Servitoren, die wohl auch dem geregelten Dienst nachgehen und nicht irgendwie bedrohlich aussehen, außer den großen Werkzeugen, die sie haben. Lage vor, Bruder Ebsbrecht, wir sollten einen der Tech-Adepten hier die Arbeit machen lassen. Guter Einwand. Würde ich mir den erstbesten Tech-Adepten greifen? Ja, schaut dich so ein bisschen an. Ja, was sollt ihr? Der Container dort soll neben diesen Container gestellt werden. Und zwar jetzt. Wie soll das denn gehen? Hier ist gar kein Platz. Stell mich mal neben Ifrit, als ich das so ein bisschen mitnehme. Ich kann sie euch übereinander stellen, aber nicht nebeneinander. Das funktioniert nicht, sonst versperre ich hier Fluchtwege. Übereinander ist genauso gut. Na dann, einen Moment. Ja, damit geht er an die Kransteuerung, wird dann sehr vorsichtig andocken, es rumpelt ein bisschen, verschraubt dann die Ecken, zieht das Ganze dann nach oben und aller Seelenruhe fährt er dann den einen imperialen Container in Richtung des zweiten und stellt sie dann übereinander. Sehr gut. Brüder, hat jemand von euch einen Flammenwerfer dabei? Ich entmagnetisiere meinen Flammenwerfer von meinem Rücken runter. Na wunderbar, wenn jemand vorbereitet ist, so gefällt mir das. Ich öffne die Tür und ihr haltet euch bereit. Ich hätte eigentlich vor, Schmiede ein wenig zu bearbeiten, aber gut. Naja, nur falls sie uns angreifen. Ihr müsst ja nicht sofort alles kaputt machen, aber besser vorbereitet sein, als nicht vorbereitet sein. Ich halte
wohl den Flammenwerfer nicht für die passende Wahl der Waffe gegen Servitoren. Ich denke, wir sollten eher mit unseren Granaten handhaben. Auch so in dem Raum funktioniert der Einwand frei. Der brennt heiß genug, um sämtliche Verbindungen, Elektronik und Fleisch. Ihr dürft auf Initiative würfeln. Ich wollte gerade sagen, ich sehe jetzt hier auch keinen Grund, hier irgendwie groß was zu diskutieren. Ja, während ihr noch davor steht und euch auf die Waffenwahl einigt, könnt ihr es auch im Inneren wohl irgendwie rumpeln hören. Irgendetwas Metallisches auf Metall. Dann hört ihr eine Kette, die wohl angeworfen wird. Mehrere Ketten, gedämpft durch den metallischen Container. Und dann wird mit einer brutalen Wucht werden beide Türen aufgestoßen und ihr blickt in das untote Gesicht von den Servitoren mit Chaosmalen auf der Stirn. Und zu eurer Überraschung tragen sie Kettenfäuste. Oha. Ich habe aber auch jetzt diese schöne Initiativleiste, wo wir uns drauf buxieren können. Den kannst du da lassen. Das ist ja dein Token und das andere. Den hast du auf der 6. Cry auf der 13. Ich habe 22. Gabriel auf der 6. Du hast 22? Nein. Ich hab doppelt den Gewandheitsbonus durch bis schnellere Reflexe. Laber nicht. Ich hab 10 gewürfelt. Ich hab nach. Wow. Das ist ein Buffer Overflow und der ist bei der 2. Bei der 20. Ja, alles klar. Dann fangen wir oben bei der 22 an, Dodder. Du stehst ja neben Bruder Wilhelm, die Türen fliegen auf, du starrst in das Gesicht von jeweils 5 Servitoren, die am Eingang stehen, die jetzt nach draußen drängen mit ihren Kettenfäusten. Ja. Also es ist wahrscheinlich noch keiner in meiner Reichweite. Du könntest dich jetzt in den unteren Container könntest du dich jetzt stellen, da sind nochmal 4 Meter, die du überbrücken musst. Es ist ungesund, in meinem Flammenwerfer zu stehen. Das ist richtig, ja. Ich würde tatsächlich verzögern und warten, dass mein Flamer seine Schuss da reingeht. Gut, dann gehen wir auf Bruder Cry, 13. Ich stelle mich halt so lange darauf ein, zu verteidigen. Ich halte es auch für keine gute Idee, mich ins Schussfeld zu bewegen. Wilhelm. Ich mache etwas eher Unprofessionelles und möchte kurz gucken, wo mein zukünftiger Servitorenmechaniker steht. Der hat sich am Rande angestellt, das kannst du hier sehen. Da ist Cold Bennix und ihr steht eben hier gerade, also er ist nicht im Schussfeld. Okay, das beruhigt mein Servitorenherz und ich möchte da reinhalten. Tja, dann feuerfrei. Entfernung ist halt kürzeste... Eigentlich musst du nicht viel machen. Ich behandle die nicht als Horde, das sind einzelne Servitoren. Ja, ich nehme an, ich habe halt die Tür. Also ich stehe hier und dann einfach voll kann in den Container. Klar, kannst du machen. Q71, das wird wieder nicht reichen. Doch, das reicht. Es geht, triffst du halt nur einen Servitor anstatt 3 oder 4. Ah, okay. Dann machen wir deinen Schaden. 3W6 plus irgendwas. 3W6 plus 5 oder so. 2D10 plus. Nee, sind reißend, also 3. Reißender Schaden. Man würfelt immer einen zusätzlichen W10 und einen ziehst du wieder ab. Den schlechtesten ziehst du wieder ab. 20 dann. Die 10 explodiert und zwar zweimal. Ich glaube, plus 5 ist das zusätzlich. Wie 5 oder so. Würfelst du nochmal 2 W10, die nochmal oben drauf kommen. Warte. 25 sind es dann insgesamt. 25, 30. Weil schwerer Bolter hat irgendwie noch. Der hat ja noch einen eigenen Schadensmodus. Du hast deinen schweren Bolter griffbereit. Du merkst, wie hinten in deinem Rücken das Magazin durchgeschoben wird durch den Schlauch. Boltmunition spritzt in den Servitor rein. Du siehst, wie schwarzes Metall zerfetzt wird, stinkendes Fleisch weggerissen wird, Knochen splittern und dann auch irgendwelche metallischen Komponenten Gläsern zerspringen und der erste Servitor tot zu Boden sinkt. Also ein schwerer Bolter macht 2W10 plus 10. Okay, dann sind es sogar plus 10 und nicht plus 5. Explosiv. Ja. Und reißend. Gut, dann ist nach Bruder Wilhelm machen wir Gabriel. Gabriel, kann Gabriel, da er ja gebrieft wurde, eine EMP-Granate mitgenommen haben?
Die habt ihr nicht mitgenommen, nein. Dann wird er wohl mit einer Sprenggranate lieb nehmen. Denn die gehört zur Standardausrüstung. Ja. Nur weiß ich nicht genau, was ich werfen müsste. Ich werfe einfach mal den oberen Container. Ja, oben bietet sich natürlich an. Da kommst du auch viel besser mit einer Granate rein. Kann insgesamt 36 Meter weit werfen. Ich denke, damit bekomme ich ihn gut in den Containerbox. Du musst 6 Metern werfen, halt auch noch ein bisschen nach oben. Das ist jetzt aber nicht weiter wild, dass du noch ein bisschen nach oben werfen musst. Aber einfach mal ballistische Fertigkeit. Und dann müsstest du mal schauen, das was eine Frackgranate. 4, alles klar. Was macht eine Frackgranate? 3W6 plus 10 plus 4X. Hat einen Durchschlag von 6. Krass. Er hat das Ding benutzt, das man normal gegen Panzer einsetzt. Okay, ja. Ist das so? Das ist auch passend. Ja. Eine Frack macht Flächenschaden, eine Sprenggranate macht nur gezielt Schaden. Genau, die hat halt keinen Blastradius. Ja. Ach so, die hat keinen Blastradius? Nein, die hat nur gezielt Schaden. Also, ja, klar, die hat einen Umkreis, den sie basismäßig schafft. Ja, halt ein Feld. Genau. Aber im Prinzip einen Servitoren platzen lassen und die anderen haben ein bisschen Ruß abgekriegt. Genau. Also eine Frackgranate hätte nur 2W plus 10 Schaden gemacht und hätte keinen Durchschlag. Also der hätte den gar nichts genommen. Das ist das. Ja, dann kriegt einer 8 den Schaden, Durchschlag 6.